In der Kosmochemie, aber auch Geochemie begegnet man immer mal wieder Exponentialfunktionen, Logarithmen. Und um zu verstehen, wie manche Gleichungen abgeleitet werden, gerade auch bei Isotopen, ist es gut, deren Gesetze nochmal zu kennen. Und die will ich in aller Kürze einmal rekapitulieren. Also beginnend mit so ganz einfachen Sachen wie B hoch 0 ist gleich 1, beziehungsweise B hoch 1 ist gleich B. Und für die Logarithmen würde das bedeuten, also der Logarithmus von 1 ist gleich 0, beziehungsweise der Logarithmus von B, wenn die Basis auch B ist, ist dann entsprechend 1. Weitergehend ist es dann, wenn man B hoch N hat und das Ganze nochmal hoch M, ist das B hoch N mal M, beziehungsweise für Logarithmen, wenn man hier ein X hoch N hat, gibt das ein N mal dem Logarithmus von X. Oder weitergehend, B hoch minus N ist gleich 1 durch B hoch N und für die Logarithmen wird sich hier nicht ganz so viel ändern bei X hoch minus N, sie hat ein minus N mal der Logarithmus von X. Jetzt kann man auch haben, B hoch N mal B hoch M und das ist dann B hoch N plus M, also etwas anders als hier. Beziehungsweise für die Logarithmen wäre das Ganze dann Logarithmus von X mal y ist gleich der Logarithmus von x plus dem Logarithmus von y. Schließlich können wir dann noch haben b hoch n durch b hoch m und das ist dann gleich mehr analog wieder zu dem b hoch n minus m, beziehungsweise auch für Logarithmen, wenn wir hier haben Logarithmus von x durch y, dann ist das gleich der Logarithmus von x minus dem Logarithmus von y. Jetzt gerade im Kontext von Kosmochemie, Isotopen und so weiter begegnen wir oft auch dem natürlichen Logarithmus und E. Und da ist die Beziehung auch interessant. E hoch zum Beispiel dem natürlichen Logarithmus von X ist gleich X. Weil das E hoch natürlicher Logarithmus hebt das praktisch auf. Und das kann interessant sein für Kontexte, wo man beispielsweise hat, Logarithmus von irgendwas, vielleicht A, ist gleich dem natürlichen Logarithmus von B. Und dann lässt sich machen E hoch ln A ist gleich E hoch ln B und das ist dann entsprechend natürlich A ist gleich B. Also für sowas ist das ganz praktisch und wie gesagt, das ist eine sehr kurze Rekapitulation davon.